Achso. Dann machen wir das in der Früh, so wurscht. Gib ich da die Rechte dann? Steckst du wieder aus, oder was? Nein, aber du brauchst die Rechte für sie noch. Achso, ja. Und wenn du willst, kann ich dir dann auch helfen. Den hintransportieren, meinst du? Generell, ich bin dann verweilen mit meiner Arbeit fertig. Und was verlangst du als Lohnsatz? Ja, dann ganz normal, was halt Lohn ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das ist, aber... Ich auch nicht. Aber es steht aber, es gibt diese Rechnung, diese Vorgaben schon. Weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Kannst so? Ja... Ja, du kannst auswählen zum Beispiel, weiß ich nicht. Bäume fällen und dann steht, was sich das kostet. Weißt du, was du machen kannst? Ich meine, ich komme jetzt eh nicht dazu, das heißt... Das Gras ist gemäht und du könntest dir es holen. Ja, das könnte ich auch machen. Und könntest das dir quasi behalten. Also behaltest du jetzt doch. Okay. Muss ich aber auch schauen, wie viel ich da quasi liefer. Mhm. Okay. Was sind wir da? Zettelchen nehmen. Weil das wäre dann quasi für dich auch was Sinnvolles. Das ist 122 und 84 und steigend. Ist der Fall. Sagen wir Gras 90 pro 1000 Liter, weil du es dir selber holst. Passt. Ja? Ja? Na gut. Sag dir dann, wenn ich ready bin. Ja, dann gebe ich dir die Rechte. Drei Bahnen habe ich dann noch. Mhm. Und dann komme ich. Wann, was ich jetzt heute? Also Dezember ist jetzt immer so ein Richttag, weil dann werde ich jetzt nichts annehmen, nichts ausgeben. Mhm. Schauen wir mal, was wir da haben. Das Gute bei mir ist, ich habe so ca. 5000 fix Gewinn immer. Egal, ob ich was mache oder nicht im Monat. Da habe ich 6000, glaube ich. Ist ja durch die Wind. Ja, durch Hochstände und so. Ja. Aber ich bin begeistert von dem Zugfahren. Zug? Ja. Das hat es. Ach so. Ich glaube 10 Minuten nur mit dem Zug herumgefahren. Haben sie das jetzt verbessert? Naja, wenn es eine neue Engine ist, werde ich hoffen, dass die Performance auch gleich verbessert haben. Das ist das andere, die Engine 5. Das ist ja was komplett Neues dann. Grafisch auch. Das heißt, hat es nur einen gewissen Teil nicht gespeichert oder ist alles im Auto? Ist alles da. Also ist alles da? Ja. Ja? Ich habe sogar ein Foto geschickt, dass ich im Spiel bin. Ja schon, aber ich habe jetzt nicht so genau hingeschaut. Ich dachte, dass das ja eben so die Welt ist. Das ist es wirklich alles da. Ja, ja. Er hat das zurückgesetzt und der Port hat sich leicht verändert durch dieses Update. Das wurde aber am Server falsch angezeigt. Also mir quasi in dieser Nitrado-App. Und dann haben wir eben diesen neuen Port geschrieben. Mhm. Dann hatte ich nur mal das Problem mit dem Passwort, weil ich das nicht mehr wusste. Frag mich gleich das nächste Mal. Exakt, der Speicherpunkt. Das ist nämlich lustig. Er weiß nicht, warum da dieses Datum draufsteht. Er glaubt, dass das das Datum war, wo ich das letzte Mal den Speicherstand hochgeladen habe, was ich aber auch nicht glauben kann, weil wir haben nicht letztes Jahr im September erst den Server gemacht. Das ist schon viel länger her, glaube ich. Das ist schon viel länger her. Ja. Wir haben auch nicht okay. Das letzte Mal gespielt. Gut, ich habe Anfang des Jahres irgendwann gespielt. Und kurz im Sommer. Ja, ich im Sommer.
Ne, ich auch kurz im Sommer, aber nur ganz kurz. Da wusste ich nicht, was ihr da, habe ich nichts gemacht. Ob das dann speichert oder nicht. So, Dali. Dann fahren wir zurück zum Hof. Na, jetzt war ich eine Stunde in Sardis und ja, dann. Jetzt bin ich hier. Gelandet. Wie auch noch nicht ganz zurechtkomme ist mit den ganzen Kommandos. Er zeigt mir's, manches Mal zeigt er mir es an, manches Mal nicht. Ist mit die Tastaturbelegungen. Achso, ja, weil das ja. Aber gut, das ist wie beim Controller, oder? Da habe ich nicht so viele Knöpfe. Was? Du hast mehr am Lenkrad? Ja, das ist doch gar nicht. Echt, das hat irgendwo Knöpfe noch zusätzlich? Oder da, ich warte mal. Nein, Blödsinn, das hat eh mehr, aber die Belegung ist hier besser, finde ich. Die Tankstelle in der Nacht offen? Gute Frage. Allein wenn der Shift. Scheiße, da ist jetzt noch die ganze Mischration drin, gell? Jetzt nimmer. Jetzt nimmer. Da ist schon Strohbeutel, ich wollte aber nicht. Ach, ich habe gehofft eigentlich, dass die Schweine jetzt auch ein bisschen geändert haben, also vom Futter her. Aber es ist leider alles gleich geblieben, das heißt, ich brauche wirklich von allem ein bisschen was. Du hast dann Zart. Na, Zart. Ich werde es halt nicht zu 100%, aber man. So! Kannst du mir schon geben. Geräte könnten wir uns auch überlegen, ob wir uns teilen. Wenn kann man auch machen. Ich denke mal, Mulchfräse oder so wird jeder von uns einmal brauchen. Ja, bestimmt. Das ist nämlich gerade eine Angebot um 11.000. Gut, jetzt muss ich wirklich leider passen. Jetzt kommt es auf jeden Sender. Das ist geil, dass Sardis geht. Also ich glaube, wenn es irgendein Speicherstand gewesen wäre, dann hätte ich dafür bitte, dass wir neu anfangen. Habe ich eh geschrieben. Nein. Habe ich ja geschrieben, dann bin ich gesucht, aber. Ja. Vielleicht gleich ein anderes Biom oder so. Aber Gott sei Dank statt sich tief. Bäume sind halt alle nachgewachsen. Also sind jetzt alle wieder da. Ja, ich habe mir noch nicht alles angeschaut. Ich war ja wirklich nur dort, wo das Lager ist und bei mir. Was meinst du, Bäume sind jetzt nachgewachsen? Na, die Bäume, die früher da waren, sind jetzt alle da wieder. Das heißt, wir hatten Bäume, die nicht
Bauern? Na, wir haben ja Bäume abgeschnitten, wo wir gebaut haben oder so. Ach so, ja. Und die sind jetzt alle wieder da. Ah, okay. Ja, soll nichts Schlimmes passieren. Ist der Zugfahren glitscht jetzt auch nicht mehr so? Nein, also bei mir überhaupt nicht. Egal, ich konnte die Weichen stellen, ich bin da rumgedüst. Zum Öl zurück. Ins Hauptlager. Weißt du, dass ich meinen Plan vergessen habe, wie ich das eine Zwischenlager da umbauen wollte? Hier haben wir noch alles aufgeschrieben, habe ich sogar noch gefunden. Aber ich habe dann nach dem Lager mein nächstes Projekt einmal. Gut, du wolltest deine eigene Technik aufbauen auch. Nein, ich glaube, ich mache zuerst rund um die Karte einmal einen Zug. Okay. Achso, dass man wirklich überall hinkommt einmal. Also zumindest nicht in die Mitte, aber rundherum. Gut, das brauchen wir dabei nicht. Warum nicht? Vielleicht gibt es dann was eh auch irgendwann Schwefel oder so irgendwas, wenn du brauchst oder Kohle oder. In den Rohstoff und kannst du dann gleich herliefern lassen. Ja. Sag, wie hast du das eigentlich gemacht, dass du das Pedal nicht wegrutscht? Ich hab dahinter die Wand. Achso, gut, das habe ich nicht. Und meins ist ja ziemlich schwer. Meins ist ja aus Edelstahl. Und ich habe Kupplung auch noch dabei. Sonst wüsste ich jetzt gar nicht, was du da machen könntest. Was ich probiere, ist, dass ich mit einem Fuß beide Pedale benutze und mit dem anderen ein bisschen halt. Oh, das ist ja auch Arsch. Ja. Aber nachdem mein Schreibtisch an der Wand steht. Aber ich glaube, du weißt jetzt, was ich meine, das für Formel 1 ist das nicht so geeignet, weil das ja so globiger ist. Ja. Aber ich habe da eh auch vorgenommen, dass ich da mal die Bäume wegsägen muss und gleich mit dem Mulcher drüber. Weil der Drescher bleibt da immer wieder hängen. Nicht schon eingestellt. Na, aber verstehe, was du meinst. Schaut so süß aus. Ich mach das jetzt mit dem Großen, dann geht's ein bisschen schneller. Nein, mein Großtraktor ist das mit dem Ladewagen. Das ist mein Oldtimer, macht er immer hin und her fahren. Was meinst du, du verstehst, was ich meine? Na, mit den Bäumen. Aber ich hab das immer nur einmal, was ich speichere den Kurs, dann schaue ich zu, ob er schafft oder nicht und dann. Ja. Sorry, Polizia. Jetzt muss ich immer den Kurs halt nicht immer neu anstellen. Mhm. Weil du ihn abspeicherst. Ja. Dann für alles weitere, was sie labern. Wenn ich mähe, da weiß dann, was er also wenden muss, der andere weiß dann gleich Stroh einsammeln.
sowas nur auf 3 Meter gemäht? Eigentlich habe ich ihn 6 Meter eingestellt. 6 Meter, okay. So, so ein kleines Mähwerk? 6 Meter. So 6 Meter Mähwerk? Oder habe ich das jetzt falsch eingestellt? Warte mal. Oder ich habe das falsch eingestellt und habe einen 12er? Alter. Weiß nicht. Danke. Ich habe einen 10er. Ja, das war falsch eingestellt. Ich habe einen 10er Mähwerk. Ich habe 6 Meter eingestellt. Da habe ich mich vertan. Ach stimmt, wir mähen das selber. Da haben wir letztens darüber geredet. Ja, da habe ich auf 6 Meter mich eingestellt. Aber der Oldtimer ist mir auch schon fast zu langsam fürs Liefern, muss ich sagen. Warum? Weil der gefühlt sehr lange braucht. Nein, ich habe 2-3 Anhänger dran, das ist klar, dass er länger braucht, aber trotzdem. Aber dann bin ich jetzt sehr, sehr zufrieden. Schon mal eine Einteilung da gefunden, wer was macht. Da brauche ich auch davon wirklich keinen. Wie viel ist es denn von deinem Getreide? Warte. Sechshundert Weizen, 17.200 Gerste. Okay, das geht sich aus mit 2 Anhänger. Hast du es schon holen? Ja, ich hole es gleich. Dann gebe ich dir die rechte nämlich schon mal. Ich bin da gerade bei der Bäckerei und fülle die Sachen ein, damit ich es leer krieg.
Aber das können wir wirklich probieren, dass wir die Ballen dann zu transferieren gleich. Gott. Du kannst auch gleich probieren, ob du es dann kannst. Stimmt. Dann ist das wirklich wahnsinnig einfach. Macht man sich auch keinen Status hin und her setzen. Wie viel Silage-Spann kriegst du daraus nochmal? Einen Anhänger voll. Ich weiß nicht, wie viel Anhänger. Das sagt jetzt nicht viel. Das stimmt, das sagt man leider nicht viel. Müsste ich aufladen, dann weiß ich's. Kein Problem. So was geht da schon raus, glaube ich. Wie gesagt, einen Anhänger kriege ich aus. Ich habe schon den vierten jetzt. Wie viele Liter kriegst du da rein? 16.100. Ah, okay. Kurs muss ich auch mal einfahren. Das sind halt alles kleine Hilfen. Mit Kredit ist das jetzt halt ein bisschen Arsch, weil da kann ich mir nicht leisten, irgendwas anderes zu machen, außer für die Felder dabei. Hast du noch vorgehabt? Na, dass ich meinen Abendkurs einfahre, aber das dann so. Unproduktiver Dings, weißt du, was ich meine? Ja. Du warst eh wohl, das ist bei mir. Wie meinst du das? Nein, dass ich beim Hof sein muss und zeigen muss, wo Silo ist. Jetzt sehe ich aus. Nein.